Unser Flug 493 aus New York ist gelandet. Lufthansa Flight 493 from New York has landed. Prima, dass du gekommen bist. Hast du schon eine Idee? Ich habe keine Idee. Ich habe einen präzisen Plan. Funkstreife, kommen Sie bitte schnell zur Ebersberger Straße. Hier ist ein Unfall passiert. Ein alter Mann ist überfahren worden. Ich glaube, er ist tot. Ja, kommen Sie schnell.
Sie haben uns also verständigt. Ja. Ich bin auch völlig fertig. Wenn Sie unter Schock sind, fahren wir Sie jetzt erst ins Krankenhaus. Und dann machen Sie Ihre Aussage später. Nein, nein, es wird schon gehen. Also, was haben Sie gesehen? Ja, ich ging hier die Straße entlang. Ich wollte rüber ins Grüntal, ein Bier trinken. Ne? Der alte Mann ging vielleicht so 10 Meter oder auch nur 8 Meter vor mir her. Er ging ziemlich nahe am Straßenrand. Und schwankte er? Ging er zickzack? Ich meine, hatten Sie den Eindruck, dass er was trunken hat? Kommen Sie doch mal. Nee, könnte ich nicht sagen. Jedenfalls plötzlich, da, kurz nach der Kreuzung, ist er direkt auf die Straße. Und dann war dann schon der Wagen da und er kam von da, von hinten und hat ihn voll erwischt. Fuhr der Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit? Nee, nicht mal, aber wenn er ein Auto mit 50 auf den Kühler nimmt. Ach, der Mann ist auf den Kühler geschleudert worden. Nee, der ist aufs Pflaster geknallt. Und dann ist der Wagen auch über ihn drüber. Und der Fahrer hat Gas gegeben und ist weg. Und an der Kreuzung da vorne ist er nach links abgebogen. Was haben Sie getan? Ja, ich bin sofort zu dem alten Mann hin. Ich dachte, ich könnte noch helfen, aber es war zu spät. Er war sofort tot. Wissen Sie die Autonummer? Ja, ich glaube, ich krieg sie zusammen. Eine Münchner Nummer, also M, dann CX, vielleicht auch CY, so genau weiß ich das nicht mehr. Dann 24 und dann, ich glaube, 3 oder vielleicht auch 8. Welcher Typ? Mercedes. So ein großer, 280 oder 350er. Farbe? Hell. Grau oder blau metallic. Haben Sie erkennen können, wer am Steuer gesessen ist? Na, wie soll ich denn den Mann erkennen? Sie haben also erkannt, dass es ein Mann war. Na, ich glaube. War er allein im Auto? Ja. Und der Mann, der Tote, gab es irgendeinen Grund, warum er so plötzlich und unvorsichtig auf die Straße gelaufen ist? Der ist einfach losgerannt. Hm? Gut, Herr Kraus, ich danke Ihnen. Na, so ein Schwein. Isa von Stachus 170. Bitte, bitte eilige Alterfeststellung. Es hat einen Toten gegeben und Fahrer ist flüchtig. Mercedes 280 oder 350, vermutliches Kennzeichen MCX oder CY 243 oder 48. Vermutliche Farbe ist grau, weißgrau oder metallic blau. Bitte kommen. Zeit für mich. Wenn ich fertig bin. Aljechin. Weißt du nicht, wer Aljechin ist? Margulis, Erwin. Weißt du nicht, wer Dr. Margulis ist? Spielt der Schach? Schach. Er ist der prominenteste Gynäkologe der Stadt. Wer was auf sich hält, kriegt sein Baby bei ihm. Und dann werde ich ihn wohl kaum kennenlernen. Ach, du musst. Erwin, du musst mir helfen. Es schaut so aus, als hätte dieser Dr. Margulis einen alten Mann überfahren und eine Fahrerflucht begangen. Ich habe sein Auto untersucht. Fetzen vom Anzug des Alten hängen unter der Stoßstange. Ich hätte sie an seiner Stelle entfernt. Das ist ja gerade, Erwin. Irgendwas stinkt mir an dieser Sache. Margulis ist so verdammt prominent. Hat die Kinder von etlichen Staatspräsidenten zur Welt gebracht. Wenn ich da was falsch mache, bin ich geliefert. Vor dem Gesetz sind alle gleich. Das ist nicht von mir. Ich will ihn ja nicht schützen. Wenn er es gemacht hat, ein Arzt, der einen Menschen überfährt und dann flieht, der soll kriegen, was er verdient, so gut kennst du mich. Aber? Ja, ich käme mit diesem Kaliber von Leuten nicht aus. Ich muss ihn jetzt verhören. Kannst du nicht mitkommen? Seit wann bin ich bei der Verkehrspolizei? Danke. Du bist ein schöner Freund. Sie sind also der Ansicht, ich hätte den Mann überfahren. Jedenfalls ist er von Ihrem Auto überfahren worden. Woher wissen Sie das? Ein Zeuge hat sich die Autonummer gemerkt. Wir haben uns Ihren Wagen daraufhin angeschaut. Ich darf doch. Bitte. Unter der Stoßstange befanden sich Stofffetzen, die eindeutig zum Anzug des Toten gehören.
und Blutspuren. Sie werden deshalb verstehen, dass ich Sie fragen muss, wo Sie gestern um 16.20 Uhr waren. Hier in meiner Praxis. Kann Ihre Sprechstundenhilfe das bezeugen? Gestern war Mittwoch. Nachmittags ist die Praxis geschlossen. Bisweilen mache ich dann Psychotherapie. Das ist ein Hobby von mir. Was ist denn? Da ist noch ein Herr von der Polizei. Guten Tag, Doktor. Köster, Kriminalpolizei. Darf ich zuhören? Wenn es Ihnen Spaß macht, bitte. Und, Alter? Also hatten Sie gestern Nachmittag Patienten? Nein, die Patientin, die kommen wollte, die hat abgesagt. Wollen Sie die Adresse haben? Nein, danke. Besitzt jemand einen zweiten Schlüssel zu Ihrem Auto? Niemand. Sie sind verheiratet? Geschieden. Sie haben den Wagen also nicht gefahren. Wer könnte es außer Ihnen noch gewesen sein? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich bin kein Kriminalist. Muss es deshalb Ihnen überlassen, den Fall aufzuklären. Haben Sie sonst noch Fragen? Sie sagten, eine Patientin hätte abgesagt. Ja, bereits vor 4 Uhr, ja. Und später hatten Sie keine weiteren Anrufe? Wenn ich hier allein bin und nicht gestört werden möchte, dann stelle ich den automatischen Anrufbeantworter an. Wann haben Sie Ihren Wagen aus der Garage geholt? Gegen 6. Und es ist Ihnen nichts aufgefallen? Nein, Herr Wachtmeister. Ist richtig, ja? Ich hoffe, Sie haben mit Ihren weiteren Nachforschungen Erfolg. Damit ist das Verhör wohl beendet. Wenn Sie meinen... Ja, ich meine. Wenn eine neue Patientin zu Ihnen kommt, stellen Sie ihr dann nicht auch eine Menge Fragen? Nach Ihren Lebensgewohnheiten, nicht wahr? Ob sie raucht, trinkt, Kinderkrankheiten gehabt hat, wo ihr was wehtut, nicht wahr? Was soll das? Nennen Sie diese Fragen auch Verhör? Es geht mir darum, eine Diagnose zu stellen. Ja, worum, glauben Sie, geht's uns? Sagen Sie mal, glauben Sie wirklich, ein Arzt würde einen Menschen überfahren und ihn dann einfach auf der Straße liegen lassen? Glauben Sie das? Wirklich? Irgendjemand hat einen Menschen überfahren, und zwar mit dem Wagen eines Arztes, und ihn auf der Straße liegen lassen. Finden Sie es dann unzumutbar, wenn wir dem Arzt ein paar Fragen stellen? Würden Sie mir bitte Ihren Namen und Ihren Dienstrang noch einmal sagen? Ja, Köster, Hauptkommissar, erstes Kriminalkommissariat. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Doktor. Komm. Ach, da bist du. Wiedersehen. Arroganter Kerl. Ja. Aber das wird ihm nicht viel nützen. Nein. Alibi hat er auch keins. Ja. Wenn er wenigstens so schlau gewesen wäre, sein Auto am Stadtrand abgestellt und das gestohlen gemeldet hätte. Das hätte ich gemacht. Ja, du bist wahnsinnig gesprächig. Ja. Der Dr. Margulis hat ganz schön dumm dahergeredet. Das sag ich ja. Der ist aber gar nicht dumm. De Cortes hat sich nach Frankreich abgesetzt. Ich möchte darum die Unterlagen an Interpol weitergeben, wenn Sie einverstanden sind. Ja, ich bin einverstanden. Ach, ich hätte gern noch ein Wort mit Ihnen gesprochen, Herr Köster. Ja, ich weiß schon. Was wissen Sie schon? Ich habe mich wieder mal in was reingemischt. Aber im Gegenteil, lieber Köster, im Gegenteil. Ich finde es sehr kameradschaftlich, wenn Sie einem weniger erfahrenen Kollegen von der Verkehrspolizei in einer heiklen Sache zur Seite stehen. Denn heikel ist der Fall ja wohl. Woher wissen Sie denn überhaupt davon? Von einer prominenten Persönlichkeit. Oh, woher weiß die denn davon? Sie ist, soweit ich weiß, mit Herrn Dr. Margulis befreundet. Verstehe. Ich hoffe, Sie missverstehen mich nicht. Man bittet Sie, diese Angelegenheit zu untersuchen, auch Nachforschungen, wie man sich ausdrückte, die den Beschuldigten entlasten können. Aber das ist ja wohl in jedem Fall die Pflicht des ermittelnden Beamten. In jedem Fall. Ja, meine Herren, das wär's für heute. Schönen Dank. Ja, der Brenner. Ist das die Sache, die heute so groß in den Zeitungen steht? Hier steht's drin. Arzt ließ Unfallopfer verbluten. Der Dickmann ist doch gar nicht verblutet, der war sofort tot. Und schauen Sie da mich so vorwurfsvoll an.
Ich habe doch den Artikel nicht geschrieben. Wenn die so weitermachen, dann ist Dr. Margulis bald ein erledigter Mann. Als Arzt und als Partylöwe. Lass dir den Kaffee da. Wollen Sie ihm helfen? Ich will die Wahrheit erfahren. Und dazu werden wir mal den Zeugen Kraus und Herrn Dr. Margulis vorladen. Und besorgen ein paar Figuren mit beliebigen Gesichtern, klar? Maskenball. Kann man auch sagen. Danke, meine Herren. Wiedersehen. Also? Der Dritte könnte es gewesen sein. Der sieht ihm irgendwie ähnlich. Aha. Der Überfahrene ist doch vor Ihnen gegangen. Ja. Dann können Sie den Fahrer doch eigentlich nur von hinten gesehen haben. Wie können Sie da so sicher eine Ähnlichkeit feststellen? Na ja, Ähnlichkeit. Ich meine, ich könnte es nicht beschwören. Es ging alles so schnell, ne? Vielen Dank, Herr Kraus. Bitte. Ich arbeite beim Teleservice, nicht? Und mein Kollege, bitte. Ja. Ich arbeite beim Teleservice. Das ist eine Firma, die Fernseher repariert. Und vorgestern sollte ich bei einem Dr. Margulis oder Margulis einen Fernseher reparieren, so um 4. Bitte schön. Ja, danke. So um 4. Zwischen 4 und halb 5 war ich bei ihm. In der Praxis, aber es hat niemand aufgemacht. Weshalb erzählen Sie mir das? Naja, in der Zeitung steht doch, dass der Margulis einen Tod gefahren hat. Und der behauptet, er wäre in seiner Praxis gewesen. Warum hat er dann nicht aufgemacht, möchte ich wissen. Also, wie heißt Ihre Firma? Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie der Chef hier? Ja. Was darf denn sein? Kriminalpolizei. Ja, bitte. Arbeitet bei Ihnen ein Herr Engel? Herr Engel ist einer unserer Mechaniker, ist im Augenblick unterwegs. Hat er was ausgefressen? Aber nein. Können Sie mir sagen, wo Herr Engel am Mittwochnachmittag beschäftigt war? Mittwoch? Da fragen Sie am besten Fräulein Berger. Kommen Sie doch bitte mal mit. Hier, lang bitte. Fräulein Berger? Ja, hier, Fräulein Berger, das ist ein Herr von der Kriminalpolizei. Er möchte wissen, wo Herr Engel am Mittwochnachmittag gearbeitet hat. Grüß Gott. Grüß Gott, Fräulein Berger. Mittwochnachmittag? Ja. Augenblick. Das ist er nicht. Ich habe einen Block, auf dem ich die Anrufe notiere. Nein. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da hat er gelegen. Wo haben Sie denn die heutigen Anrufe notiert? Die heutigen? Da draußen auf dem Zettel. Schauen Sie, steht alles drauf. Ist das Ihre ganze Buchführung? Ja, warum? Ich meine, wenn Sie den Kunden Rechnung stellen für die Arbeit der Feinmechaniker, was sind dann Ihre Unterlagen? Ach, da habe ich die Tagesberichte der Mechaniker. Kommen Sie, sag ich Ihnen gleich. So, Mittwoch, Engel. Kommt da gleich der Engel. So, da ist er. So. Schau mal, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da. 1 Uhr Stielkraut. Röhren ausgewechselt, Materialkosten, 16 Arbeitszeit. Uhr. 16 Uhr. 16 Uhr. 16 Uhr. Anfahrt Dr. Margulis. Niemand öffnet auf wiederholtes Klingeln. 16.30 Uhr. Danke, Wunderberger. Dankeschön. Bitte. Sagen Sie, kommt Herr Engel manchmal da hinten zu Ihnen ins Büro? Ja, warum? Ist es möglich, dass der zufällig Ihren Notizblock eingesteckt hat? Ich meine, aus Versehen natürlich. Also sehen. Warum? Ja, warum?
Bitte schön. Bitte schön. Bitte schön. Just a moment, please, madam. Herr Kommissar? Sorry, madam. Dauert nicht lange. Guten Tag, Herr Doktor. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Ja, bitte, was wünschen Sie? Man hat mich gebeten, Nachforschungen anzustellen, die zu Ihrer Entlastung führen. Ja, bitte. Dankeschön. Bitte fassen Sie das nicht wieder als Verhör auf. Ich höre. Herr Doktor, kennen Sie zwei Männer namens Kurt Engel und Hans Kraus? Nein. Sie haben den Namen nie gehört. Engel, Kraus. Keine ungewöhnlichen Namen. Vielleicht habe ich beide schon mal gehört, aber ich assoziiere nichts. Der eine ist Vertreter für Strickwaren und der andere ist Fernsehmonteur. Nein. Haben Sie zufällig einen Fernsehapparat hier in der Praxis? Wie Ihrem kriminalistisch geschulten Auge sicher nicht entgangen sein wird. Nein. Obgleich ich in keiner Weise verstehe, was die Existenz eines Fernsehers mit dem mir zur Last gelegten Verbrechen zu tun hat, bitte. Ich habe hier einen privaten Raum. Den entsteht ein Fernseher. Funktioniert der? Ja, sicher. Sie haben nicht die Firma Teleservice beauftragt, ihn reparieren zu lassen. Na, wieso denn? Der geht ja. Darf ich ihn mal ausprobieren? Ja, bitte, wenn es der Wahrheitsfindung dienlich ist. Damit werde ich zuschauen. Geht doch ausgezeichnet. Was dachten Sie denn? Sagen Sie mal, Herr Kommissar, wer hat eigentlich die Presse so schnell über diesen Fall unterrichtet? Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ich habe nicht nur darüber nachgedacht, ich habe auch Nachforschungen angestellt. Und mit welchem Ergebnis? Ein anonymer Anrufer hat den Redaktionen detaillierte Informationen gegeben. Informationen, die eigentlich nur die Polizei haben konnte. Was sagen Sie dazu? Dass es außer der Polizei noch jemand gibt, der Einzelheiten kennt. Wer? Wahrscheinlich der Täter. Ach, Sie glauben jetzt also, dass nicht ich den Mann überfahren habe? Es ist nicht wichtig, was ich glaube, Doktor. Es ist wichtig, was ich beweisen kann. Aber die Presse, die kann behaupten, was sie will, ohne jeden Beweis. Angeblich hat Herr Dr. Margulis... Was schreiben Sie? Ja, schreiben Sie. Mit diesem angeblich, da sind Sie natürlich gesetzlich schon aus dem Schneider. Ich aber bin verurteilt, bevor es überhaupt einen Prozess gegeben hat. Die öffentliche Meinung, Herr Doktor, benimmt sich ähnlich wie ein Kind. Sie liebt ihre Spielzeuge zwar, aber sie macht sie hinterher ganz gerne wieder kaputt. Ich danke Ihnen für diese Belehrung, Herr... Entschuldigen Sie, Herr Doktor, wenn ich gestört habe. Auf Wiedersehen. Die Polizei war bei uns im Laden und hat nachgeprüft, ob ich wirklich bei Dr. Margulis war. Das können Sie gar nicht nachprüfen. Wir wollten feststellen, ob ein Auftrag vorlag. Ich denke, du hast deinen Blog verschwinden lassen. Ja. Und die entsprechende Eintragung in deinen Tagesbericht gemacht. Ja. Ist doch alles in Ordnung. Aber Sie haben nachgefragt, das heißt doch, Sie trauen der Sache nicht. Das heißt nur, dass Sie sorgfältig sind. Eine Zeugenaussage überprüft und bestätigt gefunden haben. Warum bist du so nervös? Weil es idiotisch ist, diesen Dr. Margulis zu belasten. Ein Unfall, basta! Wer den Wagen gefahren hat, kann uns doch egal sein. Woher weißt du übrigens, dass Dr. Margulis einen Fernseher in seiner Praxis hat? Woher hattest du eigentlich das Foto von Dr. Margulis? Was für ein Foto? Er hat mir ein Foto von ihm gegeben, damit ich ihn bei der Gegenüberstellung besser erkenne. Und? Warum hast du ihn nicht erkannt? Als ob man einen Mann in einem vorbeirasenden Auto erkennen könnte. Das glaubt einem doch niemand. Außerdem habe ich der Funkstreife gesagt, dass der Wagen von hinten gekommen ist. Check. Warum hast du gerade diesen Wagen geklaut und nicht irgendeinen anderen? Zufall? Nein, Jack, das war kein Zufall. Du wolltest diesen Wagen und keinen anderen. Du bist direkt auf ihn zugegangen. Das heißt, du hast ihn dir schon vorher ausgesucht. Warum hast du den Wagen in die Garage zurückgebracht? Warum habt ihr ihn nicht an irgendeiner Ecke abgestellt? Ha? Was hast du mit Dr. Margulis zu tun, Jack? Nichts. Du lügst. Was soll das?
Ist das ein Verhör? Nein, Jack. Nur ein Gespräch unter Partnern. Wir wollen uns nur nicht gern für dumm verkaufen lassen. Das ist alles. Das Gespräch unter Partnern ist beendet. Okay. Er hat uns die Suppe eingebrockt. Wir sollen sie auslöffeln. Ja, sicher hat ein Mann wie Dr. Marvel ist auch Neider. Aber kannst du dir vorstellen, dass jemand aus Neid einen x-beliebigen Menschen zusammenfährt, nur um Dr. Margulis eins auszuwischen? Das ist doch absurd. Du hast vollkommen recht. Es kann kein x-beliebiger gewesen sein. Es muss irgendein Zusammenhang zwischen Diekmann und Dr. Margulis bestehen. Irgendein Zusammenhang. Glaubst du jetzt doch wieder, dass Margulis ihn überfahren hat? Ein Zusammenhang. Nicht zwischen Mörder und Ermordeten, ein anderer Zusammenhang. Aber welcher? Mach mal auf. Ach, hörst du denn nicht? Bibi! Schönen guten Tag. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie hier so überfalle. Köster, Kriminalpolizei. Sie sind doch die Schwester von Herrn Diekmann, nicht wahr? Ja. Und das ist meine Enkelin, Bibi. Na, Bibi, mach dem Herrn einen Stuhl frei. Komm, guck mal, so keine Umstände, Frau... Maurer. Frau Gerda Maurer. Frau Maurer, ich hätte gerne ein paar Auskünfte von Ihnen. Bitte schön. Dankeschön. Ihr Bruder, wie war der so? Was war das so für ein Mensch? Wenn Sie mich so direkt fragen, Herr Kommissar, es war ein Eigenbrödler. Seit seine Frau gestorben ist, das ist so vor 11 Jahren, ach nein, vor 12 Jahren gewesen, da hat er so gar keinen mehr recht leiden mögen. Wie war Ihr Verhältnis zu ihm? Mit mir hat er sich auch nur unterhalten, der Bibi wegen. Na Bibi, sag doch dem Herrn Kommissar was. Bibi! Hat dein Onkel mal den Namen Dr. Margulis erwähnt? Margulis? Nein? War dein Onkel nervös? So schusselig? Kannst du dir vorstellen, dass er über die Straße gegangen ist, ohne vorher nachzuschauen, ob ein Auto kommt? Nein, das hätte er nie getan. Ja, aber ein Zeuge des Unfalls sagt das. Ach, ist doch gar nicht wahr! Bibi! Entschuldigen Sie bitte, Herr Kommissar, aber das Kind ist wirklich ganz verstört. Sie hat ihn sehr gern gehabt. Ihr Bruder war Rentner, nicht wahr? Ja, er hatte eine kleine Rente von der Bahn. Na, so klein kann die Rente aber nicht gewesen sein. Haben Sie nicht Verwendung für das Aquarium? Korallenfische. Ich kann es nämlich nicht mit nach Hause nehmen. Ja, ich weiß auch nicht, wie sich das mein Bruder hat leisten können. Er muss sich alles vom Munde abgespart haben. Genau wie das Sparbuch, was er Bibi hinterlassen hat. 2000 Mark. Ich hab gewusst, dass sie kommen würden. Ach, Bibichen, warum wusstest du das? 5.000 Mark wert und die andere über 7.000 Mark. Ich war beim Juwelier, bei Zweien. Ich habe sie schätzen lassen. Ich habe gesagt, ich hätte sie zur Konfirmation bekommen. Hast du deine Mutter was davon gesagt? Wo sind die Uhren her? Er hat sie nicht gestohlen, ganz bestimmt nicht. Was ist sie dann her? Mein Opa hat mal beobachtet, wie 3 Männer in ein Juweliergeschäft eingebrochen sind. Einen davon hat er gekannt. Er hat zu ihnen gesagt, sie sollten was von der Beute gehen, sonst würde er zur Polizei gehen. Dann haben sie ihm die Uhren gegeben. Weißt du, wer die Männer waren? Nein. Weißt du irgendetwas über sie? Hat dir dein Onkel irgendetwas erzählt? Nein. Tja, Bibichen, die Uhren wirst du wohl hergeben müssen. Werde ich jetzt verhaftet? Warum denn?
Na, weil ich doch gewusst habe, dass die Uhren gestohlen sind und nicht zur Polizei gegangen bin. Aber du hast mir doch alles gesagt und ganz freiwillig, dir passiert nichts. Danke, Herr Kommissar. Wiederschauen, Bibi. Einbruchsdezernat Schulze. Du Schulze, du musst mir unbedingt helfen. Ja, was ist denn? Bin in 5 Minuten bei dir, ja? Ja, aber beeil dich. Ich wollte gerade zum Essen gehen. 30, 7, 48, 50, 38. Die Uhr stammt aus dem Einbruch in der Kaufingerstraße vom 6.4.75. 60, 680, 50, 38, 1. Das war am 15.2.75. Einbruch bei Rainier am Maximiliansplatz. Sag mal, wurde bei dem Einbruch nicht ein Mann von der Wachenschließgesellschaft erschossen? Ja, wo sie die Täter überrascht haben. Dann sind also alle beiden Einbrüche von derselben Bande durchgeführt worden. Wir sind so gut wie sicher. Immer die gleiche Methode, fast immer die gleiche Uhrzeit zwischen 4 und 5 Uhr morgens. Immer die gleichen Werkzeuge. Ein Schneidbrenner, der die Tresore geöffnet hat, stammt aus den Vereinigten Staaten, wird hier gar nicht vertrieben. Ist jemals eins von den geraubten Gegenständen wieder aufgetaucht bei irgendeinem Hehler? Hey, kein einziger. Das hat unseren Verdacht verstärkt, dass es sich um Amerikaner handelt, die die Ware in den Staaten absetzen. Aber jetzt hast du diese Uhren da aufgetrieben. Willst du mir nicht endlich sagen, wo du die her hast? Von einem Toten. Das ist ein Fall für die Mordkommission. Grüß deine Frau schön. Ja, also wie gehabt, jeder für sich und jeder gegen alle anderen. Ja, viel Erfolg, Erwin. Tschüss. Gib mir meine Telefonnummer von dem Kraus. Hier. Na, wie steht's, Köster? Gut, gut. Was Neues im Fall Margulis? Nein, da kann ich auch nicht helfen. Haben Sie es denn wenigstens versucht? Alles. Fast alles. Sie haben also noch was im Petto? Ja. Das ist aber illegal. Das ist bei Ihnen schon öfters vorgekommen, Köster. Nur, wir haben immer ein Auge zugedrückt. Diesmal müssen Sie 2 zudrücken. Ich kann Ihnen keine Blanko-Vollmacht für eine Ihrer fragwürdigen Methoden ausstellen. Aber ich möchte, dass Sie wissen, dass die Akte Margulis morgen zur Staatsanwaltschaft geht. Falls Sie den Mann für unschuldig halten, wäre es angebracht, schnell zu handeln. Es gäbe einen Weg. Welchen? Keiner der beiden Verdächtigen kennt mich. Die Gegenüberstellung hat Heimann gemacht. Könnte gehen. Sie kennen die Täter? Ich glaube. Warum nehmen Sie nicht fest? Beweise, Beweise. Aber irgendwas müssen Sie doch tun. Ich kann doch nicht. Warum denn nicht? Weil ich jetzt mal telefonieren müsste. Möchte ich keineswegs, dass Sie dabei sind, in Ihrem eigenen Interesse. Ja, ich bin schon draußen. Ja, ich möchte Herrn Kraus sprechen. Mein Name ist Schröder. Ich hätte es einschenken können, Sie schon. Da hinten, der den roten Schal, das ist er. Ja, guten Tag. Tag. Bitte nehmen Sie doch Platz. Er hat nicht mal den Tod warten lassen. Pünktlich 16.25 Uhr war Diekmann zur Stelle. Ich habe auf die Uhr geschaut. Es war genau 16.25 Uhr. Was wollen Sie damit sagen? Ich habe um 16.25 Uhr eine Verabredung, hat er zu mir gesagt. Und ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Könntest du nicht in der Nähe sein? Ja. Ich war in der Nähe. Was nehmen die an Bier? 2 Bier. 2. Herr Schröder, was wollen Sie von uns? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich will versuchen, sie kurz zu machen. Mein Freund Diekmann, ich weiß nicht, ob es Ihnen erzählt hat, er hat ein Aquarium. Und? Und darin waren Korallenfische. Und er hat immer davon geträumt, diese Korallenfische einmal nicht nur im Aquarium, sondern
in ihren heimatlichen Gewässern zu beobachten. Ja. Was haben wir damit zu tun? Ja, Sie haben damit zu tun, dass er das nicht mehr tun kann. Und dann sagen Sie endlich, was Sie von uns wollen. Das ist ganz einfach. Jetzt, wo Diekmann nicht mehr in die Sitze fahren kann, habe ich gedacht, dass es doch schön wäre, wenn ich das für ihn täte, nicht? Aus Pietät, sozusagen. Ja, dann Pago Pago gedacht. Pago Pago, das ist östlich von Fidschi-Inseln. Und wir sollen Ihnen die Reise finanzieren. Das ist nett, dass Sie das selbst vorschlagen. Es wäre mir peinlich gewesen, Sie darum zu bitten. Nicht? Über 6 Wochen sind ja mindestens so um die 15.000 Mark rum. Nicht? Was Sie hier treiben, ist Erpressung. Sie haben auf Anhieb das richtige Wort gefunden. Ich melde mich morgen wieder um 5. Sie sind doch so freundlich und zahlen mein Bier, nicht? Genau wie Diekmann. Was weiß er? Alles. Die Einbrüche, einfach alles. Er will sogar gesehen haben, wie wir Diekmann erledigt haben. Was verlangt er? 15.000. Und damit hat es noch kein Ende. Ihr kennt das ja von Diekmann. Warum erzählt ihr mir das? Mich erpresst er nicht. Wenn wir hochgehen, gehst du mit. Trink noch ein Bier mit mir. Es ist mein letztes in diesem Land. Willst du zurück in die Staaten? Einer wird sich freuen, wenn wir hochgehen. Dr. Margolis. Wir haben keine 15.000 Eier. Also sind wir dran. Und damit ist Margolis Unschuld bewiesen. Wer ist dieser Erpresser? Er nennt sich Schröder. Aber niemand weiß, ob er wirklich so heißt. Ihr habt ihn nicht verfolgt? Wisst nicht, wo er wohnt? Es war so überraschend. Also hilfst du uns nun oder hilfst du uns nicht? Wann will er sich wieder melden? Morgen. Um 5. Keine Angst. Ich lasse euch nicht im Stich. Schade. Oh ja, das war falsch. Ich nehme den Zug zurück. Ja, wenn du dauernd Züge zurücknimmst, dann hört das Spiel ja nie auf. Du sagst immer, zum Schach braucht man Ruhe. Also drängen. Mit Ruhe meine ich Konzentration. Wenn man sich konzentriert, braucht man nicht immer Züge zurückzunehmen. Weißt du, was ich gelesen habe? Schach sei die Sublimierung einer unerhörten Aggression. Im Grunde, sagt der Autor, will der Schachspieler töten. Und weißt du wen? Ja, seinen Gegner. Nein, den feindlichen König. Und das ist sein Vater. Und weißt du warum? Weil er mit der feindlichen Königin schlafen will. Und das ist seine Mutter. Dabei fällt mir ein, ich muss mal telefonieren, entschuldige. Ach komm, spiel jetzt. Na, pünktlich um 5. Verzeih mir. Guten Tag, Herr Kraus. Danke, mir geht's gut. Und Ihnen? Das freut mich. Ja, ja, ich weiß, es ist nur so. Ich habe da einen neuen Prospekt gesehen. Doch, doch, es bleibt bei Pago Pago, aber da gibt's eine Kreuzfahrt. Nein, die Innenkabinen kosten ungefähr dasselbe wie der Flug, aber... Ich meine, wenn man schon mal eine Kreuzfahrt macht, nicht, da will man doch auch eine Adeckkabine außen, nicht? Man will doch die berühmten Sonnenauf- und Untergänge in der Südsee miterleben. Du machst eine Kreuzfahrt? Ja, ja. Wie bitte? Ja, es wird ein bisschen mehr kosten, ungefähr 50% mehr als der Flug. Aber dafür eher eben eine Seereise, ist ja viel gesünder, nicht? Und solange ich noch mein Leben genießen kann, möchte ich doch alles für meine Gesundheit tun, nicht? Was sagen Sie?
Ja, natürlich müssen Sie das mit Herrn Engel erst besprechen, aber wie man so schön sagt, wo ein Wille ist, das auch ein Weg, nicht? Wann? Gut, morgen früh um 10. Warum denn so weit draußen? Das finde ich doch nie. Also gut, morgen früh um 10 in Starnberg, an der Südpromenade. Du erpresst? Sieht so aus. Leben Erpresser nicht gefährlich? Sie müssen sich in Acht nehmen, ja. Trotzdem gehst du morgen früh um 10 zu einer Verabredung. Ich habe im Gegensatz zu meinem Vorgänger einen Vorteil. Ich weiß, was die planen. Wer ist dein Vorgänger? Diekmann. Der Tote. Ja. Ist das Zentrale? Köster, hören Sie, Renner und Heimann überwachen zwei Männer. Stellen Sie mal über Funk fest, wo die augenblicklich stecken, ja? Ja, ich warte. Ja, ist gut. Ja, danke, das genügt. Ja, das ist gut. Ja. Thank you.
Ich seit zwei Wochen vorher haben wir schon und die anderen. Ja, wirklich, die Rucksäcke ist aber besser wie das vorher. Ist was, Opa? Ja, etwas ist der schwarz. Dann machen wir weiter. Naja, und die Sabine kommt auch noch wegen der Mathe-Schule. Weißt du schon, ja? Du weißt ja, dass die ganz arg in Latein reingerasselt ist. Unmöglich. Dann helfen mir halt mal seine Rucksäcke. Also so ganz im Ernst. Natürlich verstehe ich, dass Sie das Geld nicht sofort auftreiben konnten. 23.694 Mark ist ja schließlich kein Pappenstiel. Eins mal verstehe ich nicht. Warum sind Sie nicht gekommen, um sich zu entschuldigen? Ich habe über eine halbe Stunde in Starnberg rumgestanden und auf Sie gewartet. So was tut man nicht mit einem alten Mann. Jetzt hören Sie mal gut zu. Wir treffen uns heute Abend im Grüntal, pünktlich 9 Uhr. Und Sie bringen eine Aktentasche mit, in der das Geld ist. Und wenn Sie nicht kommen, dann gehe ich direkt vom Grüntal zum nächsten Polizeirevier. Klar? Wiedersehen. Heimann, kommen Sie doch bitte mal sofort in meine Wohnung. Worum es sich handelt, um meine Ermordung. Wissen Sie, was ich mir noch wünsche? Nee, also damit muss Schluss sein. Geld haben wir nicht mehr. Dass mein Freund Diekmar noch lebte. Ich würde ihn mitnehmen auf die Kreuzfahrt. Wir könnten dann natürlich nicht nach Pago Pago mit ein bisschen Geld, aber ich würde mich bescheiden. Genua, Athen, Heraklion, Rhodos, Istanbul, Alexandria, Neapel, Genua. Als ich mir gestern die Prospekte nochmal ansah, musste ich immer an Diekmann denken. Er hat so gern gelebt. Warum musste er so früh sterben? So früh, ja. Wissen Sie, was mir an dem Treffpunkt passiert ist? Nee. Man hat auf mich geschossen. Warum sagen Sie sich A oder O oder sowas? Aber Sie glauben doch nicht, dass einer von uns das war. Engel oder ich? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, das gebe ich zu. Aber andererseits, mordet jemand für 23.000 Mark? Naja, morgen bin ich ja schon auf dem Weg in die Südsee. Da kann man nicht mehr viel passieren, nicht? Grüßen Sie Ihren Freund Engel schön. Mach ich. Ich weiß, wie scheußlich so eine Grippe sein kann. Nicht? Tja, ja. So. Wiedersehen. Lieber nicht. Adieu. Vielen Dank.
Ich habe ihn vor 10 Jahren aus dem Haus geworfen. Er hat meine Schecks gefälscht. Noch vieles mehr. Er ist damals in die Staaten geflohen. Wussten Sie, dass er zurückkam? Nein. Warum haben Sie den Mord an Diekmann Ihrem Vater anhängen wollen? Er ist schlecht. Von Grund auf schlecht. Er war schon als Kind. Und er wird es immer bleiben. Und niemand soll mir mehr erzählen. Der Charakter wird durch die Umwelt geprägt. Er liegt fest. Du bist wie deine Mutter. Schlecht. Haltlos. Rachsüchtig. Genau wie sie. Genau wie sie. Weiter, weiter, weiter. Das habe ich meine ganze Kindheit lang gehört. Ich habe es beinahe schon vermisst. Ich fühle mich fast wieder wie zu Hause. Und sowas habe ich gezeugt. Wunderst du dich, dass du recht behalten hast? Wenn du mich so sehr hasst, warum hast du mich dann nicht getötet? Töten? Was habe ich denn davon? Erledigen ist doch viel besser. Stararzt Dr. Margolis lässt hilflosen Menschen verbluten. Aus mit dem Stararzt. Aus mit dem Gesellschaftsleben. Ja, ja, ich weiß. Diesmal habe ich es noch nicht ganz geschafft, aber... Sohn von Stararzt Dr. Margolis, ein Mörder. Auch nicht schlecht. Nee? Eines Tages werde ich hier wieder rauskommen. Und ich werde beten all die Zeit, dass er dann noch lebt.